So, wir fahren jetzt nach München zu den Emil Bulls ins Backstage. Da bin ich mal gespannt, wie das heute wird. Heimspiel Emil Bulls München, normal immer bombastisch gut. Schauen wir mal. Intro. Das war's also, das 15. Emil Bulls Konzert von mir. Und ja, zweites Video von dieser Review-Reihe und ich muss schon meine eigene Regel brechen. Ich bin daheim. Ich habe es nicht im Auto aufgenommen. Das hat aber einen einfachen Grund. Ich bin mit drei Leuten da gewesen, die einfach nicht bei dem Channel hier mitmachen und das wollten die halt einfach nicht. Falls der Ton jetzt anders klingt, mein Mikro hat Batterien leer und ich habe keine Ersatzbatterien. Ist ja auch egal. Das Konzert war ziemlich geil. Also für die, die den Titel nicht lesen können und für die, die das Intro nicht angeguckt haben. Heute war Emil Bulls, beziehungsweise gestern, es ist schon lang nach 12, Emil Bulls München Backstage. Und ja, Heimspiel von Emil Bulls ist auf jeden Fall immer lohnenswert, da hinzugehen. Und boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, es war übertrieben gut. Die Setlist war, also klar, wenn Tourabschluss und Heimspiel ist, dann erwartet man natürlich immer ein bisschen Variation in der Setlist. Und ich kann es eben nur mit dem Konzert in Ulm vergleichen, weil ich auf der Tour eben in Ulm auch war. Vielleicht täusche ich mich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass All in Tune with the Universe in Ulm nicht gespielt worden ist. Das ist heute in München gespielt worden. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf der restlichen Tour gespielt worden ist. Wenn hier das Leute gerade angucken, die auf der Tour waren, die können ja mal gern in die Kommentare schreiben. Und ja, dann kam der Zugabeblock. Ich gehe natürlich noch auf mehr ein. Dann kam der Zugabeblock und die hatten da immer so eine Wechsel-Setlist. Also ich habe zwei verschiedene Setlisten gesehen, bevor ich in Ulm war. Und in der einen haben sie als erstes Lied vom zweiten Zugabeblock Ad Infinitum gespielt. Ein Lied, wo ich bis heute nicht weiß, ob ich das richtig ausspreche. Beim anderen Leaving You With This. Und ich denke so, oh mein Gott, die sind beide total geil. Wieso können die nicht beide einfach spielen? Also wo ich in Ulm war. Und dann haben die in Ulm Pants Down gespielt. Und dann habe ich mir so gedacht, ja gut, ist cool, aber schade. Und dann war heute München. Und ich denke so, bitte spielt einfach alle drei oder so, ihr seid in München. Und dann haben sie Pants Down gespielt und ich war schon voll so enttäuscht, so in Anführungszeichen, so, oh, okay, schon wieder die gleiche. Und das Lied ist vorbei und es ist ruhig und das Schlagzeug geht los und so ein Synthi setzt ein und die haben Take On Me gespielt. Dankeschön. Ich feiere es einfach. Dieses Take On Me von Emil Bulls ist so geil und auch die Crowd ist so fucking eskaliert. Und wie fucking laut dieses Publikum war. Gut, klar, Emil Bulls in München, aber das war wirklich krass. Also die waren einfach nur, dieses Feeling von Anfang bis Ende war der absolute Hammer. Wobei natürlich man auch sagen muss, dass am Anfang des Konzerts waren eben in diesem Arena-Bereich unten im Backstage-Werk viel zu viele Leute, als reinpassen überhaupt. Und dementsprechend war es einfach drei Viertel vom Konzert, so dieses erste Dreiviertel vom Konzert einfach nur komplett an Rumgedrücke. So, es war überhaupt kein angenehmer Pit oder so, es ist einfach nur rumgedrückt worden. Aber ist klar, wenn so voll ist, dann wie willst du einen angenehmen Pit machen? Das war dann Up Between the Devil and the Deep Blue Sea. Hat sich dann normalisiert, so ein paar Leute haben schlapp gemacht und dann hat man auch ein bisschen Platz für einen schönen, anständigen Moshpit gehabt. Das war dann ziemlich schön da. Und ja, was soll ich sagen, meine Hose ist immer noch nass und geschwitzt. Ja, ich habe noch nicht geduscht, ich will so real halten wie möglich. Was ich mega nervig finde, ist, Emil Bulls haben dann Winterblood gespielt. Und das ist ja ein ruhiges Lied. Und das war eben schon davor, hat sich eben schon eine Wall of Death gebildet. Und Christoph, also von den Emil Bulls, hat dann sogar praktisch so mit Handzeichen signalisiert, die sollen die Wall of Death zumachen. So, klar, passt ja auch überhaupt nicht zu dem Lied. Und dann, ja, ist langsam zugegangen und dann so ein Typ läuft rum, Wall of Death, Wall of Death. Und ich guck den so an und sag mir, Alter, es gibt kein unpassenderes Lied heute dafür. Und dann so ein Typ stand neben dem so, ja, jetzt sind da eh nur noch Tussen hinter uns, das wird jetzt eh nichts mehr gehen. Und ich drehe mich so um und so, okay, da steht ein Mädchen. Oder willst du jetzt einfach darauf hinaus, dass alle, die jetzt keinen Bock auf eine Wall of Death bei einer Ballade haben, Mädchen sind, so, okay? Cool, Kumpel. Und dann auch die Leute, die dann meinen, dass sie einfach bei einer Ballade die ganze Zeit irgendwie, gut, ich meine, wenn bei einer Ballade ein härterer Part kommt, dann können die ja so einen kleinen Pitch starten. Es spricht ja absolut nichts dagegen. Aber dass dann immer solche Vollidioten sind und bei den Leuten vorne, die einfach gerade nur die Ballade genießen wollen, dann nicht irgendwie aussehen so dagegen stoßen, sondern die vorschieben oder so mit den Ellbogen nach vorne schieben. Und Alter, ihr seid richtige Spasten, wenn ihr das macht. Ohne Scheiß. Ihr seid richtige Idioten. Aber okay. Nein, aber wirklich, also solche Leute sind echt Trottel. Und die witzigste Begebenheit, die ich jemals auf einem Konzert hatte, ist einfach passiert. Ich bin irgendwie mit einem Typ zusammengestoßen. Es war ganz komisch. Es ist auch schwer zu klären, wie dieser Zusammenstoß genau passiert ist. Wir sind irgendwie zusammengestoßen und unsere Köpfe sind nicht direkt zusammengestoßen, sondern so haben sich berührt.
Aber die haben sich eben so meine Lippe hier und den seine Lippe da so erschreckend zärtlich berührt. Also wir haben uns sozusagen aus Versehen aneinander geschuckt, geküsst. Also mehr oder weniger, unsere Lippen haben sich halt berührt. Und der Typ guckt mich an und ich guck den Typ an. Und der so voll trocken geht an mein Ohr hin, darf ich dich auf einen Kaffee einladen? Und wenn dieser Typ zufällig hier das Video sieht, ja, du darfst. Aber ich lade dich gern auch auf einen Kaffee ein. Meld dich bei mir. Haha. Und ja, ich fand's dann wieder doch so geil, dass ich mir doch wieder ein Shirt kaufen musste. So zwei Konzerte. Ich kaufe normal keine Tour-Shirts, aber ich bin nicht dran vorbeigekommen. Also es war auf jeden Fall fett. Und dann, klar, am Schluss bei Worlds Apart haben die dann noch gesagt, ja, ich sehe noch übelst die Wall of Death und dann auf die Bühne hochkommen. Das war ziemlich fett. Also es war fett. Also ich war das komplette Konzert durchgehend im Pit drin, geschwitzt, Party gemacht. Das war Emil Bulls immer lohnenswert. Wenn ihr irgendwo Emil Bulls in eurer Nähe spielt, geht hin. Emil Bulls lohnt sich einfach jedes Mal. Tickets 25 Euro kann man nicht sagen. Das ist ein Schnäppchen. Und nächstes Jahr bin ich wahrscheinlich auch wieder 2 bis 3 Mal auf der Tour. Also vielleicht sieht man sich da mal. Kommentiert. Auf jeden Fall kommentiert. Wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt, kommentiert. Ich klinge mich gern ein. Das war das Video. Review. Konzert. Hab Hunger und bin jetzt müde.